Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Die Talfahrt am deutschen Aktienmarkt, die geht weiter. Gestern sorgte wieder einmal das Thema Brexit für Verunsicherung. Der DAX rutschte am Nachmittag deutlich ab und verlor in der Spitze fast 200 Punkte. Am Ende, der lag er dann bei 10.622 Zählern. Das ist ein Minus von 1,5% bzw. 166 Punkten. Wir blicken an die Börse Frankfurt an dieser Stelle zu unserer Korrespondentin Franziska Schemke. Schönen guten Morgen. Franziska, wenn wir auf den heutigen Handelstag blicken, wie könnte der Tag DAX in den Tag starten? Was sind seine Vorgaben? Ja, einen schönen guten Morgen. Der Auftakt in die neue Handelswoche, alles andere als positiv. Fünfter Tag mit Verlusten in Folge. Wir waren dann über der 10.600-Punkte-Marke aus dem Handel gegangen, auch wenn wir im Handelsverlauf ja zwischenzeitlich auf dem tiefsten Stand seit über zwei Jahren hier unterwegs waren. Der Dow Jones, der hat uns zum Nachmittag Kraft gekostet. Der wiederum hat es aber nach auch einem sehr schwachen Handelstag, man war seit Juni das erste Mal wieder unter der 24.000-Punkte-Marke, im Verlauf geschafft, in den positiven Bereich zu drehen. Und am Ende ist er 0,1% fester aus dem Handel gegangen. An den asiatischen Märkten weiß man noch nicht so richtig, wo die Reise heute hingehen soll. Da ist man etwas unentschlossen. Der Nikkei 0,3% im Minus, Hang Seng und Shanghai Composite rund um das Vortagesniveau. Der DAX dürfte aber dem Dow, also dieser Erholung, folgen. Und somit rechnen wir damit, dass wir heute über der 10.700-Punkte-Marke in den Handel starten dürften. Das große Thema natürlich das Brexit-Abkommen. Es ist Abstimmung darüber verschoben. Das wurde im Vorfeld ja schon oft gemunkelt. Naja, und von daher dürfte man jetzt gespannt sein, wie es da zu diesem Thema weitergeht. Besten Dank nach Frankfurt, Franziska. Soweit der Ausblick auf den Handelstag. Natürlich folgt die Marktidee, das ist heute Fresenius. Fresenius hatte die Anleger in der vergangenen Woche geschockt. Der Konzern korrigierte seine mittelfristigen Ziele nach unten. Die Aktie stürzte daraufhin im zweistelligen Prozentbereich ab. Charttechnisch gibt es jetzt aber Hoffnung auf eine Stabilisierung, eventuell sogar auf eine Erholungsbewegung. Welche Voraussetzungen es dafür gibt, erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse unter www.ideas-daily.de. Ja, und wir sehen uns morgen wieder mit dieser kleinen Sendung. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.